du jetzt irgendwie angegriffen oder bist du nur gelaufen? Ich bin nur gelaufen, tatsächlich. Ich lauf nur hier. Ja gut, jetzt schlage ich, okay. Alter, mit einem Wisch macht er einfach so eine Holzbase weg. Guck dir das mal an. Moin, herzlich willkommen zurück zu Ark Extinction, zur zweiten All-in-PvP-Session auf unserem Community-Server und diesmal haben wir bei dieser Session einen Forest-Titan auf unserer Seite, der für uns kämpft. Mal schauen, was der so drauf hat. Mit dem besten Namen überhaupt. Ja, danke übrigens an Shadow für diesen Namen, ja. Das habe ich mir schon gedacht, dass du den gegeben hast. Das, was? Ja. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Das ist doch total harmlos. Ja, der nächste soll übrigens Holzmichel heißen, ja. Da bestehe ich drauf. So, ich muss erstmal hier wegkommen. Ich muss erstmal in der Lage sein, hier mich zu bewegen. Töte mal die Tiere da neben der Base. Die Tiere neben der Base? Ach Spaß. So, ja, stimmt. Ha, da sind ja Tiere neben der Base. Das habe ich gar nicht gesehen, siehst du mal. Ich trete gerade schon drauf. Das ist ja ein Rex da. Das ist ja ein Rex, der nicht uns gehört. Au, wie der Titan au sagt. Au. Richtig schnell stirbt der Rex aber auch nicht. Nee. Naja gut, wenn der Rex auf Leben geskillt ist halt, ne? Weiß man jetzt nicht. Okay, jetzt kann ich glaube ich hier durchlaufen. Ich glaube, da ist jetzt alles tot. Genau, wir wollen jetzt heute mal gucken in dieser PvP-Session. Heute ist ja wieder All-in-PvP-Session. Wollen wir mal schauen, wie lange dieser Wald-Titan durchhält, wenn die Community gegen ihn anläuft. Und ich bin mal gespannt, ob die wirklich so geil sind im PvP oder ob man am Ende, ja, da gar nicht so viel mitreißen kann. Man weiß es nicht. Ich laufe jetzt hier schon so ein bisschen rum. Da war ja beim letzten Mal noch ein Tribe, den wir gar nicht besucht hatten, das gigantische Tuval. Wollen wir denen mal einen Besuch abstatten heute? Ich glaube, die sind nicht unser größtes Problem. Die Red Army ist unser größtes Problem, glaube ich, oder? Nennen sich ja mittlerweile anders, aber ja. Okay, die Red Army, die sich mittlerweile anders nennt, ist unser größtes... Red Division. Red Division, okay. Dann, aber die sind ja nicht weit weg, oder? Die sind über uns. Haben wir noch irgendwo Muni? Nein, ich glaube, wir haben... Muni-Schrank, mehr nicht. Wir haben nicht so viel, glaube ich. Das ist schlecht. Ja, genau, naja, wie gesagt, aber wir haben einen Titan. Super. Jetzt ist halt die Frage, wie komme ich da überhaupt hoch? Wie beim letzten Mal, da, die Rampe. Nee. Wir jetzt. Nee, da komme ich ja nicht hoch als Titan. Guck mal, da sind doch so Dinger drüber, über die Rampe. Ich kann ja nicht kriechen. Hier. Das geht ja nicht. Dann kann der Titan da wohl nicht hoch. Oder ich muss einen anderen Weg nehmen. Toll. Ich muss hinten rumlaufen, ja. Hinten rum, beim grünen Obelisken quasi hoch. Wer hätte gedacht, dass das jetzt hier das größte Hindernis ist? Wie komme ich überhaupt zu meinen Gegnern? Ist das hier unser Giga, der hier rumläuft? Ja, ich bin das. Das Ding ist, ich kann eure Namen nicht sehen, ne? Also, ich bin zu weit weg, deswegen kann ich nicht sehen, wer ist. Oh, warte mal, ein Tetschhäuschen. Das will ich mal kurz ausprobieren. Es geht kaputt. Leute! Du hast es kaputt. Ich stehe doch nur davor, Leute. Ich hab's nur angeguckt und es ist schon kaputt, Leute. Dann glaub mal über die Holzpikes hier rüber. Mal gucken, ob kann ich nicht, ich häng fest. Ich bin zu breit hier. Ich komm hier nicht durch. Oder doch, es geht. Nee, es geht doch nicht. Ich bin weggeglitscht. Ha! Ich sehe schon. Kannst du denn auf diesen schmalen Dingern hier hochlaufen überhaupt? Ach, hier ist auch wieder ein Dach drüber. Oh Gott. Da, wo die. Ich glaube, da, wo es zu eng ist oder wo es Dach drüber ist, komme ich eh nicht durch. Ich muss wirklich an einer freien Rampe, wo nichts drüber ist, muss ich hochlaufen, sonst geht das nicht. Alleine sich hier schon zu drehen, ist gerade ein absoluter Act. Wie dieses Holzhaus einfach nachgibt unter mir. Da ist die Frage, ob die Red Army oder Red Division jetzt sowieso nicht zu uns kommt. Ja, das wäre halt zu geil, wenn ich dann oben bin und sie sind unten. Trotzdem wäre es halt schon mal ganz geil zu wissen, welchen Weg ich jetzt eigentlich nehmen muss. Warte mal, ist hier nicht sogar ein Aufgang zu denen? Warte mal. Wenn ich jetzt hier links rumgehe, links rum, hallo, links, dreh dich. Er ist ein bisschen langsam. Er ist nicht der schnellste gewesen in der Klasse. Oh, jetzt wäre ich hier gerade... angegriffen. Wow. Da habe ich ja ganze Bildschirm gelb. Einmal drauf treten, bitte.
Einmal drauf treten, bitte. Einmal drauf treten, bitte. Oh, tot. Tot. Alles tot. Alles tot. So, ich trete mal hier auch mal ein bisschen drauf rum. So, hier mein Fuß. Nochmal ein Fuß von mir. Da, bam, Alter. Genau, Lea wird heute in den Spectator-Modus gehen und das Ganze mal ein bisschen von oben betrachten. Also dieses große Haus hier hat auch keinen Offline-Schutz. Ich habe gerade irgendwie... Den Offline-Damage habe ich aber ausgemacht, ne? So wie beim letzten Mal. Gut. Genau. Ja, ja, ne, das ist ja... Ich meine, bei einer PvP-Session, wo eh alles zurückgedreht wird, brauchen wir auch keinen Offline-Schutz, oder? Also... Hast du jetzt irgendwie angegriffen oder bist du nur gelaufen? Ich bin nur gelaufen, tatsächlich. Ich lauf nur hier. Ja gut, jetzt schlage ich, okay. Alter, mit einem Wisch macht er einfach so eine Holzbase weg. Guck dir das mal an. Ja. Guck, sie ist weg. Slack. Alter Vater, wahrscheinlich habe ich deswegen auch die Arc-Abstürze gerade. Black Pearl. So, jetzt wird es Zeit, mal wieder mit den Fuß zu treten. Einmal stampfen, bitte. Bam. Einer legt wieder oben auf den Fuß drauf. Na, den treffe ich dann wieder nicht. Das kleine Schweinchen. Doch, der hat Schaden bekommen. Echt? Hat er Schaden bekommen? Das ist gut. Robert's Babe. Siegmunde. Alter, ich habe immer irgendwas im Bild hier. Diese Stadt ist einfach zu eng für einen Titan. Diese Stadt ist zu klein für den Titan. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt wird das hier navigatorisch eine absolute Höchstleistung. Jetzt muss ich irgendwie gucken. Ja, auch grad Kanonen auf Spatzen, ne? So gerade. Das ist echt so. Ich bin die Kanone und alle anderen sind die Spatzen. Such mal was, was wert ist, mit dem Titan angegriffen zu werden. Ich weiß ja, wo was ist, was wert ist, mit dem Titan angegriffen zu werden. Das Problem ist, dass da hinzukommen. Das ist das Problem gerade. Dann hau rein. Ja, na, du kannst ja auch gerne mal einen Weg spotten, so. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. The Reconnector. Du joint gerade so. Ja, gut. Also, wenn, müsstest du Richtung Grüner Obelisk erstmal. Von da dann hoch. Ja, ich guck gerade mal hier. Hier sieht's auch interessant aus. Hier schießt zum Beispiel schon jemand auf mich in der Richtung. Ja, das ist gut. Das ist jetzt auch komisch hier. Wo hänge ich jetzt? Hänge ich jetzt da oben fest? Hänge ich jetzt unten irgendwo dran fest? Komme ich hier überhaupt durch? Ist es breit genug? Du bist zu fett. Ich habe breite Schultern, hallo? Ich bin gut durchtrainiert hier. Das Bonsai-Bäumchen ist etwas zu groß geworden. Ja, das Bonsai-Bäumchen, ey, das ist hier schuld. Ich sehe schon, ich verbug mich einfach hier am Ende in so einer Gasse hier, in so einer Nische und dann komme ich einfach gar nicht mehr raus. Ja, das kann ich voll vergessen, hier durchzugehen. Ich bin einfach zu breit. Okay, ich muss noch einen anderen Weg suchen. Geh da lang. Da lang. Genau. Ja, PvP mit dem Titan, meine lieben Freunde. Wer hätte gedacht, dass es am Ende des Tages einfach nur ein navigatorischer Albtraum wird. Oder ein gemütlicher Spaziergang, ohne irgendwelche Handlung. Oder so, ja. Alter. Du läufst aber wenn auch jetzt einen großen Umweg. Soll ich einfach... Andererseits... Andererseits, wie solltest du auch anders da hochkommen? Hier ist ja auch nur ein Dach. Ich sehe nur Dächer. Das ist genau mein Problem. Ich habe halt überall immer irgendwas so auf Kopfhöhe, ne? So, das verhindert halt, dass ich da durchkomme. Oder wenn Durchgänge zu schmal sind, dann komme ich da auch nicht durch. Aber hier bin ich gestern, glaube ich, auch nicht durchgekommen. Das habe ich hier an der Stelle tatsächlich schon versucht. Das geht nicht. Glaube ich. Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Vielleicht geht es da von der anderen Seite. Ich war gestern lustigerweise auch oben bei der Red Army. Da habe ich es geschafft. Ich weiß nur leider nicht mehr, wie ich da gelaufen bin. Da bin ich auch irgendwie außenrum. Ganz von der anderen Seite wahrscheinlich irgendwo. Nee, ich glaube, ja, nee, doch, hier bin ich lang tatsächlich. Ich bin über diese Tore drüber gelaufen, glaube ich, und dann bin ich da rechts abgebogen. Ich habe es, glaube ich, jetzt gefunden. Hier fliegen schon Raketen durch die Luft. Ja, ja, ich komme auch bald. Ich bin gleich da. Kann sich nur noch um Stunden oder Tage handeln. Jetzt wird auch mal interessant sein zu sehen, ob der Titan an Metallstrukturen Schaden machen kann, ne? Hat sich jemand von euch die gute Sniper eingesteckt? Nee. Ich habe nichts dabei an Waffen. Im Ketz, ich hatte im Ketz, hatte ich die gesehen. Eben war die aber noch im Waffenschrank für die Titans. Hab sie nicht.
Also hier in dem Olivencats, Oliver. Warum? Da ist eine drin. Warum? Ich weiß es nicht. Das war eine, die ich gefunden hatte und die hatte ich dann da reingesteckt. Ja, das ist nicht die, die wir brauchen. Wir hatten doch eine 700er. Ja. Alter, wie diese Basen einfach nachgeben. Es ist so lustig. Du trittst zweimal zu und dann ist so eine Holzbase weg. Das ist einfach so krass. Das ist so heftig. So, jetzt muss ich mal kurz abstrahieren. Wie bin ich gestern gegangen? Ich bin wirklich, glaube ich, zum grünen Obelisken gelaufen. Genau. Von da an müsstest du da hochkommen. Da. Ich kann einfach über die Tore drüber laufen. Ich muss die gar nicht kaputt machen. Komme ich hier durch vielleicht? Es sieht so aus, als würde ich da durchkommen. Ja. Das ist doch toll. Wenn man jetzt nicht hier zurückglitscht. Jetzt nicht abstürzen, mein lieber Freund Titan. Titan-Freund. Pom, pom, pom. Ah, da oben sind sie doch, die Red Army. Wo ist denn der Ketzel, Coatlus Ketz? Bei der Schmelze. Ah, Mann. Mann. Ah. Die schießen mit Raketen auf mich. Ich weiß. Aber ich werde lustigerweise auch getroffen von den Raketen, ne? Also wenn die mich meine Kanzel treffen, dann machen sie Schaden an mir. Von zwei Seiten hier beschossen. Dabei tue ich doch gar nichts. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wie halte ich durch mit dem Titan? Ich gehe jetzt mal hier in Deckung so ein bisschen und gehe jetzt einfach hier unter der Straße lang. Das geht natürlich auch. Kannst du die Max nicht greifen? Gute Idee. Aber ich muss aufpassen, wenn ich in denen ihre Richtung gucke, können die in meine Kanzel reinschießen. Ne? Ich muss auch ein bisschen in Bewegung bleiben. Ich würde ja gern einfach da hochlaufen. Das Problem ist jetzt. Du müsstest jetzt noch geradeaus ein Stück und dann hier über die Rampe hoch. Anders geht es nicht, also über diese natürliche Rampe. Über die hier rechts, ne? Genau, du musst jetzt rechts rum. Hier entlang, wo ich hier rumlaufe als Krieger. Du siehst mich wahrscheinlich noch gar nicht. Ich sehe dich gar nicht, nö. Dich sieht man ja von überall. Genau, einfach geradeaus und dann rechts hier hoch. Ah, ich häng fest. Vorsicht, hier waren Schützen. Hier haben zwei Leute mich beschossen. Ja, das Problem ist, ich muss jetzt Stamina recken. Ich versuche jetzt mal die Max zu greifen, tatsächlich. Wenn ich dafür die Stamina habe. Nee, scheiße, ich muss mich wegdrehen. Dreh dich weg! Typisch aus, so von oben. Mhm. Alter, was ein Lagfest. Ja. Das ist hier echt. Ah, okay, der geht da wieder nicht hoch, oder? Doch. Das schafft er. Gehen wir mal da durch hier. Durch die Base. Ist das nicht die Base, wo du gestern auch rübergestiefelt bist? Das ist die Base, nur gestern habe ich keinen Schaden dabei gemacht, als ich darüber gestiefelt bin. Jetzt sieht das halt ein bisschen anders aus, fürchte ich. Boah, der hat ganz schön viele Turrets hier am Start, der Knabe. Ja, mach die mal weg. Also den Boden unter ihren Füßen. Ja, versuche ich gerade. Aber ist halt auch die Frage, hat da genug Munition drin, ne? Wir sind schon ausgegangen. Du kannst auch die Elektroleitung. Wobei, nee. Bei S Plus ja eigentlich nicht, oder? Weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Du hast sie alle kaputt gemacht. Habe ich sie alle kaputt, ja? Also zumindest in deiner Stammreichweite, weil du gerade alles zerfallen. Ich glaube, mein Ark ist schon wieder gecrashed. Ich bin tot. Ganz klar. Ja, gut, dann spawne ich jetzt mal einfach in der Base, würde ich sagen. Ja, nimm dir irgendeinen schnellen Drachen und ist ja egal. Ich muss ist ja all in. Ja, eben, es ist all in. Ich muss mir trotzdem aber eine Rüstung nehmen, weil wie gesagt, ich bin ja da angreifbar in dem Kanzelding. Das ist halt das Ding. Das Kanzelding. Alter, diese Titan-Steuerung, was ist denn los mit ihm hier? Versuchst du das gerade? Bist du da gerade drin? Ja, klar. Hier noch irgendwas zu reißen. Und ist geil, ne? Also ist schon schwierig auf jeden Fall. Also mir geht's gerade viel mehr darum, dass ich mich gar nicht vorwärts bewegen kann. Ja, das ist, an manchen Stellen hängst du einfach fest. Lauf einfach bei manchen Stellen einfach drauf zu. Irgendwann glitscht er dann hoch. Auch wenn das komisch klingt. Andariel wurde übrigens gerade getötet. Was, Andariel auch schon? Warte. Klar. Ja. Wieder von allem beschossen hier. Ich nehme jetzt mal den Mac hier noch.
Mackie Messer nehme ich mir jetzt hier. Vielleicht sollte ich auch Auto-Repair anmachen. Dann komme ich jetzt mal mit dem Mac zu euch. Kann ich noch ein bisschen draufhauen. Also ich lebe noch an dieser Stelle hier, neben dem Titan. Tello, sitzt du da drauf? Ja. Was zur Hölle ist denn das hier bitte? Ist das moderne Kunst hier? Lol. Wieso ist denn Andaria, ist die nach vorne gelaufen oder? Gemein. Could not grab attacking. Was heißt das? Warum? Es heißt wahrscheinlich, wenn dich was angreift, kannst du es nicht greifen. So eine Vermutung jetzt? Wie bescheuert wäre das denn? Ich weiß es ja nicht. Oh, ich sehe dich da oben. Oh. Du versuchst gerade zur Red Army zu laufen wahrscheinlich. Hey, warte mal, ich habe eine Idee. Base, wo du gerade durchgelaufen bist, hat noch Turrets übrigens und da sind noch Ja, ich weiß, aber ich kann halt nichts machen. Ja, du kannst halt überwiegend nur schlagen, wie gesagt. Total dumm. Schlagen ist halt das Beste, was du machen kannst. Es ist immer noch total dumm. Ja, ich weiß. Steuerung ist auch total für den Arsch. Ja, die Steuerung ist halt der Hit, ne? Wie gesagt, gegen eine Base anlaufen ist halt schon nice, aber wenn du dann halt diese Mechs um dich rum hast, die alle auf dich schießen, alle schneller sind als du, dann wird's halt schon irgendwie ein bisschen kritisch, ne, mit dem? Mein Problem ist gerade, ich sag ihm, er soll nach vorne laufen, er läuft nach vorne, aber erst so gefühlt 20 Sekunden, nachdem ich mich gesagt habe, was er jetzt machen soll. Ja, das ist alles sehr verzögert auch. Ist auf jeden Fall nicht einfach, aber wenn es einfach wäre, dann wäre das ja auch langweilig. Wie habe ich denn jetzt das getötet? Bin ich draufgetreten? Du bist draufgetreten, ja. Wenn du einfach nur über normale Tiere drüber läufst, dann sterben die schon. Das halten die nicht aus beim Titan. Auch Basen geben eigentlich fast schon direkt nach. Muss ich mal irgendwie schauen, dass ich zu euch hochkomme. Es ist auch ein verwinkelter Wahnsinn hier in dieser Stadt, ey. Ja, versuche einfach ihre Base zu erreichen, einfach so viel wie möglich zu zertreten. Ich bagge halt am Kacktor. Kann ich Metall zerstören? Ja, versuch, ich weiß es nicht, keine Ahnung, probier aus. Das wollen wir ja probieren alles. Ich kann nicht schlagen. Es ist so ein... Also du trittst halt zu, wenn du nach unten guckst und die Maustaste drückst. Wenn du schlägst, also wenn du nach vorne guckst, dann schlägst du halt. Und du schlägst halt dahin, wo du ungefähr hinguckst. Alter, dieses Titan Raiden. Dicks kotzen. Okay, wir merken uns, Shadow und der Titan, die haben sich gesucht und gefunden, offensichtlich. Ach, wie es auch ruckelt, ey, das ist echt heftig. So, Shadow steht jetzt hier vor mir. Ich versuch's immer ein bisschen die Max vom Hals zu halten einfach. Meine Sachen zerbrechen gerade, meine Rüstung. Ja, weil die auf dich schießen, die Leute. Der Max schießt halt auf dich. Du musst dich immer so ein bisschen. Jetzt bin ich durchgelaufen. Okay. Du musst die Kanzel immer so ein bisschen fernhalten von den Schüssen so. Also musst dich immer ein bisschen wegdrehen. So, Jungs. Ich geb dir auch mal, ich versuche ein bisschen mitzuhelfen hier. Jetzt geht's hier richtig rund. Ein Mech ist platt von denen. Jetzt kämpfe ich halt gegen alle Digas. Ja, ich sehe es gerade, ich sehe es gerade. Oh Gott, mein Mech ist tot. Bam! Ah, den hier auch! Ich wollte jetzt halt den Mech von denen platt machen, dass die nicht mehr so auf Shadow schießen können. Oh, ich lebe ja noch! Ah! Titan ist bei Half-Life. Ja, die Pflanzen, die Pflanzen! Giga hinter mir, alles ist hinter mir. Ich habe keine Waffen mitgenommen, ich habe nichts. Scheiße. Titan ist bei Half-Life? Okay. Ja, weniger mittlerweile.
Die schießen ja, halt noch fleißig auf dich. Da ist noch ein Mech von denen, der noch auf dich schießt. Das sind noch zwei Mechs von denen. Zwei? Okay, ich sehe nur einen gerade. Ich bin halt tot schon. Also, mein Mech ist tot. Ich wurde von dem Mech von einem Drachen runtergeschossen. Das ist auch gut. Ja, das sieht doch. Aber die sieht doch, Gigas sind ziemlich tot. Die Gigas sind tot. Hier läuft noch einer rum. Sieht auf jeden Fall gut aus, also kann man nicht anders sagen. Du kommst halt leider an die Mechs nicht ran, das ist so ein bisschen das Blöde. Wir haben halt jetzt auch nur noch einen Mech gehabt. Du bist tot, ja. Ich versuche zum Titan zu rennen, dann kann ich noch übernehmen. Wenn mich die Pflanzen jetzt nicht slowen. Der steht jetzt halt da oben auf der auf dem Podest, da komme ich gar nicht hoch so. Ey, dieses... Absolut... Nimm den Fuß runter. Nein, fuck! Der Giga hat mich erwischt. Ach, weil er den Fuß oben hatte. Weißt du, da kam ich nicht schnell genug drauf. Tolle Wurst. Ja. Der Titan ist aber auch schon sehr blutig. Titan ist fast, tot. Alter, okay. Aber wir sehen, es ist nicht unmöglich, einen Titan zu besiegen, auf jeden Fall. Unmöglich, es ist total leicht. Vor allem... Naja, das ist gerade ziemlich alles in ihrer Base gestorben. Das stimmt. Sie haben noch einige Rex und Gigas, die waren, glaube ich, abgeschnitten von dem Rest. Genau, ich habe auch noch einen Giga. Moment, ich brauche noch Klamotten. Ist auf jeden Fall eine krasse Aktion, so ein Titan in der Base. Da geht einiges zu Bruch. Ja gut, wir haben gesehen, der Titan ist besiegbar, auf jeden Fall. Und jetzt wäre es natürlich mal interessant zu wissen, wie ist das eigentlich, wenn man... nicht nur einen Titan, sondern auch zwei Titans vielleicht hat. Oder drei. Wenn die sich dann vielleicht auch gegenseitig Deckung geben können. Hui, wer ist das? Essen! Ich glaube, da sitzt gar keiner drauf, oder? Auf diesem komischen Eisdrachen. Ich weiß es gar nicht. Meinst du? Da muss doch einer drauf sitzen, wenn der so komisch ist. Da sitzt keiner drauf. Da sitzt keiner drauf? Okay. Ist der Weihnachtsdrache, der kommt ab und zu mal vorbei und holt die Route raus. Der Spielpunkt hat mir gerade eine neue Fuhrausrüstung gemacht. Echt? Der Spielpunkt, was der alles hat, ey. Die Reserveausrüstung für alle, so nach dem Motto. Granaten. Granaten hat er auch. So, jetzt müsste Dread Army doch mal zu uns kommen, oder? Theoretisch schon, aber vielleicht haben sie nicht mehr so viel, mit dem sie zu uns kommen können. Man weiß es nicht. Doch, die haben noch eine ganze Ecke Gigas und Rexe haben die. Echt? Ja, dann. Ja, ja. Könnten sie natürlich zu uns kommen. Und hier ist ein ganz großes Setch-Blöckchen. Das sieht fast schon aus wie so ein Riegel weißer Schokolade irgendwie. Einfach mal den Kopf reinstecken und essen. Aufessen. Jetzt hänge ich fest, jetzt muss ich es essen. Unser Mac ist down, ne? Unser Mac ist down, ja, ja. Den habe ich gerade in der Base von denen verheizt. Aber ich habe zwei Macs von denen mit in den Tod gerissen, auf jeden Fall. So, jetzt sind die Macs bei uns an der Base. Schicken auf unsere Gigas. Ich komme. Ich bin fast da. Bin nicht mehr weit weg. Da wäre unser Mac jetzt natürlich gut gewesen. Gerade, Ja, blöd ist halt, dass wir den zweiten Mech verloren haben, weil irgendwie irgendein Tier in unsere Base halt kam. So, das wusste ich auch noch nicht. Ja, der war dann irgendwie explodiert zwischendurch. Das war, glaube ich, sogar im Stream passiert. Oh, Alter, wie er hier auf mich einschießt. Aber den hier Mech ist tot! Ich habe ihn geplättet! Ich habe ihn von hinten überrascht. Sauber. Ah, ich werde eingefroren. Das ist geil. Sehr schön. Warte, hier läuft der Spieler. Der Spieler. Der Spüler. Spielpunkt. Spielpunkt. Aha. Ah, ich bin vom Tier runter. Ah. Wo ist die Eule, die das macht? Da. Die bunte ist das hier, die bunte Eule. Die ist fast tot. Die ist fast tot, ich habe sie zwei, dreimal gebissen. Ist jetzt hier noch ein Mech eigentlich? Oder war das jetzt ihr letzter Mech eigentlich? Ich glaube, es war ihr letzter. Ne, ich glaube nicht, dass das der von der Red Army war, wie gesagt. Der sah aber aus wie der von der Red Army. Der letzte, der noch übrig war. Da waren noch mindestens zwei von denen, als der Titan da war. Okay, also, okay. Ich hab keinen Überblick so richtig, wie viele die haben. Ich hatte das nur jetzt gesehen gerade. Grob. Ja, mal gucken.
Wir werden es ja gleich sehen. Wenn noch einer kommt, werden wir es ja merken. Grade? 2 Gigas stehen auf neutral. Ha, Leute, ich habe ein bisschen was. Ist gerade wer bei uns an der Base? Ich bin da, ja. Wo bist du? Von wo kommst du? Ich komme von der Seite der Red Army mit 2 unbemannten Gigas. Kommst du von oben? Jetzt gleich beim Fluss. Ist gleich beim Fluss. Ja, beim großen See bin ich jetzt. Okay. Bin hinter unserer Base. Ja, ich sehe dich. Wir kommen. Schenke. Darf man nicht schmähen. Ach da. Das ist, jetzt ziemlich überraschend, dass er schon tot ist. Da ist noch einer, der steht hier oben gerade. Er guckt, er überlegt sich, ob er es wirklich riskieren soll. Soll ich da runter? Wie du ihn nicht treffen konntest, ey, jetzt ist es... Das ganze DLC ist echt nur halbfertig angekommen. Sowohl grafisch als auch programmiertechnisch. Die Velonas laufen von den Türen runter und fallen dann runter. Ja, die bleiben da nicht oben stehen. Manchmal zumindest. Toller Turret-Modus auf jeden Fall. So viel zum Thema... Die bleiben dann einfach an der Stelle. Die nächste Fuhre zeig. Nice. Jetzt doch, jetzt schießt hier irgendwas. Aber von wo? Was ist das? Auf den Drachen wird geschossen. Ja, auf den Drachen. Aber was? Ich sehe nicht, wo das herkommt. Von oben! Von oben kommt das! Von oben! Die schießen von oben runter. Mann, fuck! Und ich hänge hier mal an allen möglichen Tieren fest. Ich kann mich nicht bewegen. Wo ist denn von oben? Na, oben genau dieses... über unserer Basis auf dieser hohen Straße. Da ist so ein Kreisding oben über uns. Das hängt da so in der Luft und da stehen die drauf. Dieses Rondell da, dieser Kreisverkehr. Und an dieser Stelle endet wieder diese Folge Ark Extinction mit der zweiten PvP All-In-Session. In der nächsten Folge geht's weiter. Ja, dann schauen wir mal, wie die Red Army hier an der Stelle weitermacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Ark Extinction. Bis dann, ciao, ciao!